Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert aus Bern. Heute haben wir folgende drei Beiträge für euch in der Sendung. Ein gastronomischer Blick auf das EM-Viertelfinale zwischen der Schweiz und England. Der Nicola Buchs will von Thun auf Hawaii. Und der Adelbodner-Künstler Björn Zried. Wenn morgen an Fußball-EM die Schweiz auf England trifft, dann schlägt in der Brust von Christoph Schürch ein bisschen zwei Herzen. Er betreibt nämlich im Berner Breitschquartier ein englisches Restaurant namens Darling. Der Manuel Moser hat ihn über die englische Küche ausgefragt. Wenn Sie gewinnen gegen England, mit was für einem Mini dort die Nazi überraschen, wenn Sie vielleicht einmal daherkommen? Ich glaube, mit Fish and Chips. Ganz klassisch, allen Vorurteilen, allen Klischees sich bedient. Und viel Bier. Hätten Sie sich auch verdient? Ich glaube auch, ja. Auf der anderen Seite muss man schnell schauen, wenn sie weiterspielen, dass sie nicht viel Bier trinken, weil dann wäre es ja noch nicht fertig, was wir uns ja auch wieder hoffen. Wenn ein Geheimtipp aus der englischen Küche mir verraten müsstest, was wäre das für einer? Sticky Toffee Pudding. Kannst du mir noch erklären, was das ist? Das ist, wie soll ich das sagen, das ist Naughtiness auf einem Teller. Es ist ein Dessert, es ist ein Kuchen eigentlich. Wirklich einfach Comfort Food, gutes Gefühl. Ich finde, es tickt alle Boxen von einem guten Dessert. Englisches Nationalteam nebenher, wenn du das vergleichen müsstest mit einer englischer Speise. Was passt da am besten? Hey, ich muss dir ehrlich sagen, es kommt nicht so eine unorganisierte Speise in im Moment. Also, ich wüsste jetzt wie. Ich glaube, es müsste irgendetwas, ja, unorganisiert, ganz viel Individuen, der Geschmack, der nicht so ganz zusammentrifft. Ich glaube, es ist das Gericht, das ich gar nicht möchte essen, ehrlich gesagt. England ist ein fußballverrücktes Land, kann man sagen. Hast du das so mitbekommen? Hast du vielleicht eine Erklärung, wieso die so fußballverrückt sind? Also mitbekommen definitiv, ja. Die spinnen beim Fußball im höchsten Grad. Ich glaube, sie haben noch so ein bisschen das Wettding haben sie noch drin. Also es geht meistens auch noch um ganz viel individuell. Sie trinken je nachdem noch ein bisschen Alkohol dazu. Dadurch, dass sie nicht per se emotionale Leute sind, können sie beim Fußball oder beim Sport allgemein, aber vor allem beim Fußball, können sie sich unglaublich gut reingehen und ausleben. Du hast unter Gordon Ramsay, den man kennt, Jeremy Lee, hast auch geschafft. Ist da irgendwie ein Satz oder so ein Motto geblieben, wo du heute noch dran denkst? Als Gordon Ramsay, die Mottos muss ich dir glaube nicht weitergeben, weil das ist ganz viel mit einem F-Wort verbunden. Mit dem Darling, mit dem Restaurant, wo ich drinnen hocke und ich zusammen mit der Noemi Wüttrich darf führen, ist sicher der Name etwas, wo ich von Jeremy Lee, das Wort Darling, habe ich sehr viel gehört. Das ist schon geblieben, ja. Am Sonntag geht es für Nicola Buchs um alles. Monatelang hat er sich auf einen Ironman in Thun vorbereitet und das mit dem Ziel, sich für einen Ironman auf Hawaii zu qualifizieren. Denis Schacko hat ihn wenige Tage vor dem Rennen besucht. Nein, der Schubmatch liegt sicher schon noch drin. Wir haben Glück, dass sie es da schon um 6 Uhr angesagt haben. Aber kurz nach Abpfiff und hoffentlich nach einem Schweizer Sieg wird es für mich recht schnell ins Bett gehen. Ja, der Wecker geht sicher etwa um 4 Uhr. Und dann, von dann an heisst es wirklich, eigentlich das Ganze noch mal sehr ruhig anzugehen. Vielleicht noch mal den Plan, den man hat, für das Rennen durchzugehen. Und dann wird man sicher dann schon langsam Richtung Wettkampfgelände gehen. Man schaut noch mal sicher seinen Wechselbeutel an und sicher auch noch mal das Velo, dass da alles intakt ist. Und dass man dann um 6:30 voll vorbereitet ins Wasser kumpeln kann. Nein, Angst, das ist jetzt kein Platz mehr für die. Ich bin gut vorbereitet, von dem her kann dem auch nicht mehr im Weg stehen. Vor was hast du am meisten Respekt? Ja, ich glaube, so ein bisschen der Marathon, ich habe viel können sagen, das ist schon nicht vergleichbar wie mit einem normalen Marathon, der ja schon genug streng ist. Und ja, ich bin gespannt, wie dass sich mein Körper, aber vor allem auch, wie ich mich mental kann darauf vorbereiten kann, wenn wirklich der Hammermann kommen sollte und ob ich mich aus diesem Loch kann, ja, wieder herausfinden kann. Ja, das Ziel ist sehr hoch gesteckt, vor allem der erste Ironman schon. Mit dem grossen Ziel Hawaii vor den Augen. Die Chance ist sicher nicht schlecht, aber es muss alles zusammenpassen an diesem Tag. Falls es gelingt, wie wirst du den Erfolg feiern? Da habe ich mir nicht grosse Gedanken gemacht. Ich glaube, es wird sicher mit der Familie gefeiert, weil sie doch auch die Zeit sehr intensiv erlebt haben und auch viele auf mich müssen verzichten mussten. Aber die haben ein riesiges Verständnis, wo ich sehr dankbar bin. Ich habe das Gefühl, es wird sicher schon ein Fest geben. Der Björn Zried aus Adelboden macht Schwingkunst.
Seine Bilder zeigen Motive aus dem Schwingsport und sind über die Sagmau-Grenze hinaus bekannt. Der Manuel Moser hat sich mit ihm über Kunst, Kühe und seine eigene Schwingerkarriere unterhalten. Ja, ich war gegen Schwingen interessiert. Ich bin sogar selber habe ich noch geschwungen. Mit 9-Jährigen habe ich dann meinen Rücktritt gegeben. Als mir so ein ganz schwerer junger Bursch hat auf den Rücken geklopft, bin ich nie mehr gegangen. Und mittlerweile ist einfach Schwingen hat mich fasziniert, weil es einfach Tradition und Kultur ist und unser Brüch darstellt, was ich sehr gerne habe. Ich kenne viele Schwinger und Knäge mit dem Stockenkriegel. Wer auch ging, oder brauche ich jetzt nicht aufzählen. Und das sind alles gute, bodenständige Typen. Und das habe ich auch gerne, oder? Weil ich bin das eigentlich auch. Und es ist mir wichtig, dass man ein bisschen am Boden bleibt stehen und nicht weiss der Gucker, was er denkt, was man ist, wenn man irgend so etwas macht. Ja. Schwingerbilder, das hast du auch etliche schon gemacht. Gibt es da irgendwie ein Bild, wo eine lustige Geschichte dazu hast? Ja, natürlich. Es ist eigentlich das erste, wo ich ein Schwingerbild gemacht habe für einen Gabentempel hier am Engstlingsschwingen. Das war vor 20 Jahren, würde ich mal sagen. Und da ist der verantwortlich war für die Gabe, der ist zu mir gekommen und ich habe ihm gesehen, heute gibt es eine Überraschung. Weil vorher habe ich gegen so ganz urchige Sachen geschnitzt. Und dann ist er zur Tür reingekommen und hat zuerst mal so ein farbiges Schwingerpaar gesehen mit einem Kurzzug und hat dann so gesagt, ja gut, wenn das ihm gefällt, dann nehmen wir es mit. Also, das war ein ganz cooles Ding. Und der Clou am Ganzen war, dass der, der nicht das Engstlingsschwingen gewonnen hat, das Bild genommen hat. Was steckt da an Aufwand dahinter? Ja, das ist verschieden. Also abhängig ist es, wie fast bei allem, auch ein bisschen, hängt es von der Grösse ab. Aber für mich ist es wirklich wichtig, dass das Ganze dynamisch rüberkommt, weil Schwingsport doch mit so einem krassen Sport. Und an dem zu arbeiten, dass die Dynamik wirklich reinkommt ins Bild, das ist schon ein Prozess. Oder? Und ich kann jetzt nicht sagen, ich habe irgendwie 20 Stunden oder 30 Stunden, aber ich rechne im Normalfall für ein Bild zwischen 3 und 5 Tagen. Bis dass es nicht so dasteht, wie ich es eigentlich gerne habe. Vorher gebe ich es eigentlich nicht aus. Kunst ist Geschmackssache. Ist ja so, für dich kein Problem, wenn jemandem deine Bilder nicht gefallen? Nein, überhaupt nicht. Also, ich denke, heute so ganz realistische Bilder, wie ich sie mache, die zwar ein bisschen einen abstrakten Touch auch haben, das ist Geschmackssache, wie du es siehst. Aber über Kunst kann man sich wirklich streiten. Ich sage auch nicht, das, was ich mache, sei Kunst. Es ist einfach das, was mir entspricht. Ich sehe gerne, was es ist. Und das kommt sicher auch ein bisschen vom Holzbildhauen her, dass ich einfach kantig und mit starken Kontrasten gerne arbeite. Und über das kann man sich, ich glaube, das steht man sich ewig über das, was Kunst ist und was nicht. Jetzt übergebe ich kurz ins Studio zu Matthias Mast, wo er euch seinen heutigen Gast in der Talksendung «Zusammen im Zentrum» vorstellt. Der Rabbiner von Bern ist bei mir zu Gast, Joshua Arends. Freut mich auf ein interessantes Gespräch. Das war es vom heutigen Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr wie immer auf der Webseite oder auf der App. Jetzt geht es noch weiter zu den Kollegen von Meteo News und dem Wetter. Ich sage schon mal merci fürs Zuschauen und wünsche einen ganz schönen Hinweg. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Sommerferien. Made in Bern. Da ein Wetterupdate auf der Plattform. Ja, meine Damen und Herren, wir haben Freitagabend. Ich hoffe, Sie haben die Arbeitswoche gut abschliessen und vielleicht schon ein bisschen früher beenden. Heisst heute vielleicht auch frei nehmen und den Tag draussen geniessen. Es war ein schöner Tag, wie angekündigt. Stabile Verhältnisse, viel Sonne und kein Niederschlag haben wir heute gehabt. Das ist fast eine Ausnahme in diesem Sommer, wenn man so einen Tag trocken über die Bühne geht. Und das wird sich jetzt auch schon wieder ändern. Morgen am Samstag haben wir eine neue Störung, die uns erreicht. Und darum wird es schon morgen am Vormittag wieder zutun und von Westen her auch die ersten Platzregen oder Gewitter geben. Und dann im Laufe des Tages sehr eine wechselhafte Angelegenheit. Immer wieder mal wird es nass, es kann zum Teil auch kräftig regnen und gewittern. Temperaturen erreichen Höchstwert von rund 23 Grad. Achtung an kräftige Windböen, gerade in Verbindung mit den Gewittern dann möglich. Am Sonntag nur noch wenig Regen, ein paar Auflockerungen zwischendurch, die Temperatur aber etwas tiefer mit noch knapp 20 Grad. Montag, Dienstag oft recht sonnig und es wird wieder sommerlich warm. Im Flachland dürfte es auch trocken bleiben, in den Alpen
einzelne Wärmegewitter speziell am Dienstag möglich und nachher allgemeines ansteigendes Gewitterrisiko ab der Wochenmitte. Aber wir sehen es auch, es bleibt sommerlich warm. Das war das Wetter hier auf der Plattform J am Freitagabend. Danke fürs Zuschauen und ganz ein schönes Wochenende.